Sicher ist sicher. Man weiß nie. Gehen wir jetzt zu den Shuttles. Harper und Ryder zum Hangar. Durchhalten, Scott. Sieht aus, als hätte sich Dad schon ausgerüstet. Lieber nicht. Auf dieser Mission bleibt keine Zeit für eine Pinkelpause. Nicht gerade ein typischer Tag im Büro, ha? Huh? Nein, aber das hier ist unsere Chance, allen zu zeigen, wozu wir fähig sind. Wir gehen da raus und verdienen uns unsere Sporen. Sie sind wirklich Alex' Tochter. Ich habe mich immer gefragt, wie es war, als die ersten Entdecker das Meer überquerten. Sie hatten zur Orientierung nur die Sterne und einen Kompass. Und eine Karte mit der Warnung, hier leben Drachen. Naja, wenn sie es geschafft haben, schaffen wir es auch. Und vielleicht begegnen wir ja unterwegs wirklich einem Drachen. Ehrlich gesagt esse ich lieber, als gegessen zu werden. Ach, man ist erst dann ein echter Entdecker, wenn man ein paar Narben hat. Oder Bissspuren. Alles klar, machen wir uns auf den Weg zum Shuttle. Wir sollten Ihren Vater nicht warten lassen. Dr. Carlyle, braucht sie die Arche im Moment nicht deutlich dringender als wir? Der Pathfinder will einen Arzt vor Ort. Und ich will mir unser mögliches neues Zuhause ansehen. Naja, nur leider wissen wir nicht, was uns dort erwartet. Dafür habe ich meine Zange. Wenn es Zähne hat, werden sie rausgerissen. Okay, Leute. Aufbruch in 5 Minuten. Sir, das Team wurde wie befohlen bewaffnet. Sollten wir irgendetwas wissen? Angesichts der Situation erschien es mir sinnvoll. Ohne Scott sind wir einer zu wenig. Ich weiß, was passiert ist. Aber dein Bruder ist stark. Er schafft das. Scott würde nicht wollen, dass wir uns Sorgen machen. Du hast recht. Die Mission hat Vorrang. Auch wenn eure Mutter dem wohl kaum zugestimmt hätte. Ich habe ihr versprochen, euch sicher hierher zu bringen. Okay, herhören. Sie alle sind nicht nur wegen ihrer Fähigkeiten und Leidenschaft Teil des Pathfinder-Teams, sondern auch, weil sie genau wie ich Träumer sind. Wir träumen davon, das Unbekannte zu erforschen, den Rand der Karte zu erreichen und herauszufinden, was dahinter liegt. Die Menschen werden auf diesen Tag zurückblicken und sich erinnern, dass wir an unserem Traum festgehalten haben. Dass unsere ersten zaghaften Schritte in Andromeda der Beginn all dessen waren, was sie kennen. Wir haben nur eine Chance, die Ersten zu sein. Lassen Sie uns Geschichte schreiben. Darauf habe ich 600 Jahre gewartet. Archon Ferion, wir Shuttle 1. Wir schalten auf manuelle Steuerung. Shuttle 2 folgt Ihnen. Viel Glück, Pathfinder Team. Verstanden. Sehr gut. Wow, sehen Sie sich das an. Was auch immer das ist, es hat die Hyperion lahmgelegt. Vermute eine instabile Ansammlung dunkler Energie. Wenn du es sagst, halten Sie sich fern. Hier ist ganz schön was los. Gravitationsanomalie. Das würde meinen Magen sehr begrüßen. Das war's.
Ich beschleunige auf Reisegeschwindigkeit. Ich hatte in der Milchstraße keine Gelegenheit, mich vorzustellen. Liam Costa, Sicherheitsexperte und Spezialist für Sondereinsätze. Freut mich, Liam. Kaum zu glauben, endlich ist es soweit. Ja, besser als nur darüber zu lesen. Reduziere Geschwindigkeit, der Planet liegt vor uns. Festhalten, ich leite den Eintritt in die Atmosphäre ein. Es geht los! Flugleitsystem ist gestört. Das legt sich wieder. Die Steuerung macht, was sie will. Anflugrichtung. Wir sind durch. Heilige! Shuttle 2, sehen Sie das auch? Bestätige, sieht nicht gerade nach einer goldenen Welt aus. Die Ionisierungswerte steigen an. Behalten Sie den Kurs zur Landezone bei. Sauerstoffwerte unterhalb der menschlichen Toleranzgrenze. Ist das der richtige Planet? Ich dachte, wir hätten das geklärt. Konzentrieren, Shuttle 2. Die Berge schweben. Bodenstruktur, Backbord. Sie muss ziemlich fortschrittlich sein. Hyperion, Ihr Pathfinder. Wir sind auf Spuren einer fremden Zivilisation gestoßen. Hat uns jemand gesehen? Und wenn Sie nicht freundlich sind? Wir befolgen das Kontaktprotokoll. Keine tödliche Gewalt, solange nicht offensichtlich feindliche Absichten bestehen. Beschleunigung erhöht sich. Ach, wirklich? Ihr Jetpack hat eine Fehlfunktion. Bring das in Ordnung! Erreicht tödliche Geschwindigkeit. Sam! Ryder hier, bitte komm. Hyperion! Sam! Hört mich irgendjemand? Vergessen Sie's, Ryder! Sam ist offline! Der Comlink ist tot! Wir aber erstaunlicherweise nicht. Und die anderen? Keine Ahnung. Alles ist verschwommen. Das Shuttle ist auseinandergebrochen. Und was für ein Albtraum. Ja, das wird nicht unsere Heimat. Wir brauchen wohl eine erhöhte Position, um nach Überlebenden zu suchen. Gehen wir. Ryder, wie steht's um Ihr Überlebenstraining? Ich habe schon einiges durchgemacht. Nichts Verrücktes, aber... Tja, jetzt wird's verrückt. Diese Felsen da draußen fliegen. Terra Incognita. Einige dieser Pflanzen sehen wie Tentakel. Beim Absturz beschädigt. Ohne Nutzen für uns. Diese Bauwerke, die wir beim Anflug gesehen haben. Wer kann an so einem Ort überleben? Ich glaube, das will ich gar nicht wissen. Oh, kleiner Sicherheitshinweis. Nicht die Luft einatmen. Ich habe das auf die harte Tour rausgefunden. Verstanden. Denken Sie, diese Energiewolke, die wir gesehen haben, könnte das alles verursachen? Laut Sam besteht sie aus dunkler Energie, aber sie ist im Weltall. Tja, sie ist eben eine krasse Wolke. Ein
eine Wolke, die Felsen fliegen lässt. Was zum Teufel ist das? Na los, kommen Sie! Wir müssen da durch! Das ist doch verrückt! Willkommen auf Habitat 7! Bleiben Sie in Bewegung! Ah! Sieht aus, als wäre es darunter sicherer! Ist das real? Was zum Teufel stimmt nicht mit dieser Welt? Sie versucht, uns umzubringen! Tja, versuchen kann sie's. Was ist mit Ihrer Waffe? Sie sollten überprüfen, ob sie funktioniert. Schießen Sie mal auf diese Treibstoffzelle. Sie ist sowieso im Arsch. Ich würde sagen, sie funktioniert. Da! Wenn wir diese Felswand hochkommen. Sehen Sie sich das an. Da oben fliegt irgendwas. Oh, wow. Hier leben Drachen. Cora wird es lieben. Ich glaube, ich sehe einen Weg nach oben. Wir können die Jetpacks einsetzen, falls nötig. Dann mal los! Ich glaube, ich würde lieber abstürzen. Noch mehr leuchtende Pilze! Machen die diese Geräusche? Nein, die kommen aus dem Inneren des Berges. Ich horte eine große Menge Energie. Mehr kann ich dazu nicht sagen, aber sie ist stark. Wie hat mein Dad sie gefunden? Ich war ein Cop und später in einer Spezialeinheit. Echt? Ich erzähle ihm die Geschichte irgendwann mal bei einem Bier. Das hin. Ich glaube, ich kann die Spitze sehen. Machen Sie mal Platz. Danke. Was zum Teufel ist das? Ergibt irgendeinen Sinn. Nein, aber alles ist tödlich. Heute stirbt niemand. Ryder, das ist Fischer. Warten Sie. Dort. Was sagt das Erstkontaktprotokoll? Tödliche Gewalt nur unter Feindbeschuss. Sowas schreibt nur jemand, der nie im Einsatz war. Wie gehen wir vor? Wir stellen uns auf das Schlimmste ein. Was ja auch meistens eintritt. Ein Wort und ich eröffne das Feuer. Neuer Schuld! Ich bin verletzt! Er sieht uns! Ich brauche... Wir verstehen Sie nicht! Geben Sie uns unseren Mann, sonst geht das hier übel aus! Gustav! Okay, das war's. Alles okay, Fischer? Ja, ich dachte, ich wäre erledigt. Nicht gerade freundlich, die Typen. Die Sache wurde hässlich. Das Risiko wäre einfach zu groß gewesen. Sie haben mich gerettet. Und wer will schon einen Absturz überleben, nur um dann von Aliens getötet zu werden?
Niemand, das lassen wir auch nicht zu. Wir wissen noch nicht mal, was wir wollen. Nichts Gutes bei den Waffen? Vielleicht verstehen wir sie ja nicht. Oder sie verstehen uns nicht. Es ist eine neue Galaxie. Vermutlich gelten hier andere Regeln. Ja, gar keine, würde ich sagen. Was haben wir ihnen getan? Ich weiß nur eins, ihre Waffen sind genauso effektiv wie unsere. Wo sind die anderen? Tot. Kirkland und Greer wollten Hilfe holen. Mein Bein! Können Sie laufen? Ich glaube, es ist gebrochen. Gehen Sie und suchen Sie nach den anderen. Sicher? Ja, finden Sie raus, wie wir hier wegkommen. Und erledigen Sie noch ein paar von denen. Ich habe hier keinen Kontakt zu Sam, aber ich versuche mal daraus schlau zu werden. Sie sind DNA-basiert und ihre Panzerung scheint eine Art Knochenstruktur zu sein. Die Genetikdaten sind allerdings vollkommen chaotisch. Das Leben hat hier offenbar eine andere Richtung eingeschlagen, wa? Ich hoffe, dem anderen Team geht's gut. Wir finden es schon. Allerdings sollten wir die Gegend vorher vielleicht ein wenig auskundschaften. Sie sind die Aufklärungsexpertin. Nach Ihnen. Natürlich. Es sah aus, als wüssten Sie mit einer Waffe umzugehen. Ich war eine Weile bei den Friedenstruppen der Allianz. Kirkland ist geschafft? Okay, das ist merkwürdig. Selbst mit diesen Daten habe ich keine Ahnung, welchem Zweck das hier dient. Versuchen Sie sich mal vorzustellen, wie derjenige gedacht haben muss, der es erfunden hat. Ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist. Unsere Evolution hat sich 2 Millionen Lichtjahre entfernt abgespielt. Ganz schön unheimlich, wenn man so darüber nachdenkt. Keine Vitalzeichen. Sie haben ihn ermordet. Er wollte sich ergeben. Wieso haben Sie ihn getötet? Würden wir anders mit Ihnen umgehen, wenn Sie plötzlich bis an die Zähne bewaffnet auf der Erde auftauchen würden? Wahrscheinlich nicht. Damit kommt eine friedliche Lösung nicht mehr in Frage. Sobald wir die anderen gefunden haben, werden wir zurückkommen und seinen Leichnam abholen. Ich hoffe, nur Greer ist noch am Leben. Trotzdem, sehen Sie sich nur diese Architektur an. Das ist einfach unglaublich. Scheiße, haben Sie das gehört? Ja, leider. Ach, zum Teufel. Da, passen Sie auf! Okay, es ist tot. Was auch immer. Es ist vollständig organisch. Ich sehe keinerlei Anzeichen für irgendeine Technologie. Wow. Dann ist die Tarnung also biologisch? Ja, erstaunlich. Hey, sehen Sie mal, Signalraketen. Da drüben. Könnten unsere Leute sein. Ich markiere den Nav-Punkt. Wow.
Was denken Sie, ist da unten? Noch mehr Möglichkeiten, einen qualvollen Tod zu sterben? Vielleicht kommen wir mit den Jetpacks rüber. Kommt dieses Geräusch von unten? Alien-Götter der Unterwelt? Sagen Sie doch sowas nicht. Ich glaube, das sind Maschinen. Man spürt die Vibration. Ha, diese Ausmaße. Wir ziehen das wirklich durch, oder? Ich will wissen, was da unten ist. Richtig. Sie sind ja unsere Aufklärungsexpertin. Ryder, da drüben ist eine Art Höhle. Das an. Das sieht schon eher nach der goldenen Welt aus, die mein Vater erwartet hatte. Dann waren die Langstreckenscans korrekt? Das hier hätte eine Heimat für uns sein können? Ja, vor 600 Jahren. Aber dann... Wenn das Ding auch nur ansatzweise mit den Pflanzen in der Milchstraße vergleichbar ist, gibt es definitiv Anzeichen für zelluläre Mutationen. Er hat überlebt. Ich schätze, das macht ihm zum Alpha-Baum, was? Ein totes Tier, gefangen in einer Art Falle. Und es ist noch nicht lange her. Ob die Aliens sie aufgestellt haben? Falls ja, sind sie zu niemandem nett. Oder sie sind am Verhungern. Wie ist das hier überhaupt möglich? Es könnte ein extremes Beispiel für ein Mikroklima sein. Vielleicht wurde es ja all die Jahre durch die Höhle geschützt. Während der Rest des Planeten gestorben ist? Da draußen ist irgendwas Übles passiert. Aber das heißt auch, dass es Hoffnung gibt. Das Leben, wie wir es kennen, kann in Andromeda gedeihen.